Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute möchte ich euch wieder was Großes vorstellen. Ihr seht schon, das Paket steht auf dem Boden. Das bedeutet immer, dass es ein bisschen was Sperriges ist. Es handelt sich hierbei um einen Farblaserdrucker von der Marke Lexmark. Der nennt sich genau CS317DN und ist also eher aus dem professionellen Druckerbereich angesiedelt. Es ist zwar ein Einstiegsgerät in dem Bereich dann bei den Farblaserdruckern, aber dann eher schon für größere Druckaufgaben dann geeignet, so um die, also bei uns wird der wahrscheinlich so um die 200 bis 250 Seiten im Monat ungefähr drucken, denke ich mal. Und der Vorteil ist halt ein Farblaserdrucker, dass halt keine Tinte irgendwie eintrocknet oder sonstige Probleme, sondern hier ist eben die Qualität gleichbleibend. Und zwar eben auch für größere Mengen geeignet. Ich versuche das Paket jetzt mal aufzumachen. Wie gesagt, es ist ein großes Ding. Schauen wir jetzt einfach mal rein in das Paket. Machen wir mal hier ein Schnittchen. Und da drüben. So, und dann einmal rüber. Mal schauen, dass man das Gerät reinschneidet. Das wäre nicht so toll. So, da haben wir schon auf. Moment, jetzt mache ich die Kamera kurz ein bisschen weg, damit ich das so umknicken kann. Genau, so sieht das eigentlich schon besser aus. Und da sehen wir dann auch schon rein. Da haben wir zunächst einmal eine Anleitung. Ja, man soll zu zweit sein, weil der doch 21 Kilo wiegt. Dann ist hier beschrieben, wo die Patronen, nicht die Patronen, sondern die Kartuschen, die Tonerkartuschen reinkommen und wie das dann zum Installieren ist. Dann hier kommt irgendwas im Mülleimer, das sind so Sicherungsbänder, genau. Und wie dann das Papier zu laden ist und was haben wir hinten noch drauf. Ja, und wie der dann an den PC anzuschließen ist, genau. Man kann den mit Netzwerk anschließen. Weiß nicht, kann man mit USB auch noch anschließen, das weiß ich jetzt gar nicht ganz genau. Ich denke mal, Netzwerk ist der richtige Anschluss, jo. Genau, aber das schauen wir uns dann später nochmal genau an. Achso, doch, hier ist beschrieben, dass USB, glaube ich, auch geht, wenn ich das hier richtig sehe. Und dann, wie man eben auf der die richtige Software eben downloadet, beziehungsweise hier ist ja eine DVD dabei. Ich habe jetzt in meinem Rechner gar keinen DVD-Laufwerk mehr. Muss ich mal schauen, ob ich das auch downloaden kann. Ich denke schon. Treiber lassen sich ja downloaden. So, hier haben wir dann noch eine Anleitung. Sehr viele verschiedene Sprachen. Da gibt es auch eine Garantieverlängerung bei dem Gerät. Ich glaube, man kann bis zu 4 Jahre Garantie dann bekommen. Finde ich auch ganz gut. Aktueller Preis habe ich nachgeschaut. Ist so bei 80 Euro momentan, wobei ich bin mir da nicht ganz sicher, ob da die Tone auch ganz voll sind, wie die normalen sind, dann, weil ein einzelner Toner zum Nachkaufen, da sind ja glaube ich 4 Stück verbaut, kostet auch so 85 Euro, kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass das Gerät deshalb 80 Euro mit ganz vollen Tonen kostet, aber das kann ich noch nicht genau sagen, genau, hier haben wir auch noch ein paar Infoblätter. So, was haben wir denn noch so? Da haben wir hier einmal ein Stromkabel, ein Netzkabel. Ganz normal Kaltgerätestecker, Anschluss. Genau, den brauchen wir auf jeden Fall. Und jetzt gucke ich, dass ich das Gerät mal rausbekomme von der Styroporverpackung und dann schalte ich wieder ein. Bis gleich. So, ich habe dann den Drucker jetzt ausgepackt, die 21 Kilo vom Boden alleine auf mein kleines Tischchen hier gehievt und habe auch schon diese Sicherungsbänder aus Kunststoff hier rausgenommen. Das ging ganz einfach. Man musste hier praktisch diese Klappe hier öffnen. Moment, so. Und dann waren hier 2 von diesen Hebelchen, die musste man einfach abziehen. Des Weiteren musste man seitlich hier beim Toner auch so ein Hebelchen rausziehen. Ja, und dann hat es einfach mal kurz einen Klick gemacht, wo das rausgekommen ist. Und ich denke mal, jetzt ist er entsichert. Die kann man dann wegschmeißen, die Dinger. Und dann kann man das einfach wieder hier zumachen.
Auf dem Display ist noch eine Schutzfolie drauf, habe ich gesehen. Genau, und hier kann man eben dann das Papier einfüllen. Wenn ich wüsste, wie die Schublade aufgeht, doch muss man ein bisschen besser ziehen. Moment, ich zeige es euch. Genau, hier. Da passen dann bis zu 250 Blatt Papier, DIN A4 Papier rein. Also da hat man auf jeden Fall schon mal genügend Stauraum, um da eine Zeit lang zu drucken. Hier sind Bedientasten drauf. Vom Kunststoff fühlt er sich auf jeden Fall sehr hochwertig an. Es ist also nicht zu dünnes Kunststoff. Fühlt sich sehr stabil an. Bei dem Gewicht ist es ja auch kein Wunder. Ich zeige euch mal das hinten. Da ist dann auch noch hier so ein Hebelchen eingearbeitet. Das kann man aufklappen und rausschieben dann. Genau, dass wenn mehr Druck aufkommt, ist, dass das eben dann nach hinten ein bisschen ausläuft. Werde ich jetzt am Anfang nicht brauchen. Genau, ich werde das Gerät jetzt erstmal einschalten und einrichten und dann melde ich mich nochmal, dass wir ein paar Probedrucke machen. So, jetzt habe ich hier den Drucker zum ersten Mal eingeschaltet. Das macht man hier auf der linken Seite. Ich wollte ihn ja jetzt an USB-Anschluss anschließen. Jetzt ist es aber so, hinten sind zwei Anschlüsse, einmal den LAN-Anschluss und einmal den USB-Anschluss. Und der USB-Anschluss war jetzt überklebt und da war ein Icon drauf. Man sollte zunächst die Software draufladen. Da ich aber an meinem PC jetzt kein Laufwerk habe, habe ich mir eine Software vom Internet runtergeladen. Und da bin ich jetzt mal gespannt, ob das dann überhaupt mit USB klappt. Später wird der dann bei mir auch über einen Netzwerkanschluss laufen. Nur der ist alles bei mir im Büro und da kann ich schlecht filmen. Darum wollte ich das jetzt erstmal hier über die ganz normale USB eben testen und nicht über Netzwerk. So, hier kann man jetzt, Moment, ich schwenke mal besser. Hier kann ich jetzt die Sprache auswählen. Da steht jetzt zunächst mal Englisch. Das machen wir hier mal auf Deutsch. So, und jetzt schreibt er aber trotzdem auf Englisch. Ah, nö. Hat er alles geschrieben, richtig. Deutschland, genau. Drucker wird zurückgesetzt. So. Also es ist auf jeden Fall kein Farbdisplay, sondern ein LCD-Monochrom-Display. Tut es aber vollkommen, da brauche ich kein Farbdisplay. Wenn der ganz normal seine Druckaufgaben erledigt, dann reicht es mir vollkommen. 256 Megabyte, 800 MHz steht hier. Das dürfte reichen als interner Speicher. Und was macht er jetzt? Jetzt kommen Punkte. Ich hoffe, dass das mit dem Treiber so einfach funktioniert dann. Also Wi-Fi hat er jetzt nicht, er hat kein WLAN. Kann ich ja noch ein paar Punkte dazu sagen, bis der hochlädt. Wo habe ich denn meinen schlauen Zettel? Hier. Also er hat kein WLAN verbaut und schafft 23 Seiten in der Minute. Hat einen Duplex-Druck, also man kann beidseitig drucken. Genau, LAN-Anschluss, USB-Anschluss mit Fragezeichen. Und 250 Blattfach. Genau, das sind so die wichtigsten. Druckauflösung bei 1200 dpi. Und jetzt macht er mal was. Genau. Kann man also unter Windows, unter macOS und Linux installieren. Hat aber wie gesagt kein WLAN und darum wird auch eine App nicht funktionieren und so weiter. Habe ich aber jetzt bei dem Drucker jetzt auch gar keinen Bedarf. Da habe ich andere Drucker im Einsatz. So, hier steht jetzt Farbe anpassen. Ich glaube, der hat da so eine Einstellung, dass er die Farben immer kalibriert. Da habe ich mal irgendwas gelesen, dass der das hat. Irgendwie so eine Pantone-Einstellung hat er. Das ist ja auch ganz interessant. Tjo, ich glaube, das kann jetzt ein bisschen dauern. Ich mache jetzt mal Pause. So, also das ging jetzt noch ein paar Sekunden, dann hat er sich eingerichtet. Jetzt ist er auf Betriebsbereitschaft und jetzt starte ich mal den ersten Testdruck mit dem Universaldruckertreiber, den ich jetzt von der Rexmark-Seite so runtergeladen habe. Also Auftrag ist abgeschickt. Jetzt warten wir mal, wie lange das dauert, bis das hier ankommt. Sollte weg sein. Aha, man hört schon was.
Und da kommt der Druck auch schon raus. Das ging jetzt relativ flott. Also ich habe mich da von einer Internetseite bedient. Ich hoffe, das ist so in Ordnung. Und man kann hier sehen, also von der Farbe her, hier unten ist noch ein Bild. Ist jetzt auf normales 80 Gramm Papier ausgedruckt. Macht doch einen sehr guten Eindruck eigentlich. Stellt die Farben sehr gut dar. Ich habe jetzt auch nochmal nachgeschaut. Also da ist wirklich nur ein Starter-Kit drin bei den Farbpatronen. Also da darf man sich nicht zu viel erhoffen. So, jetzt machen wir den Test mit dem Duplex-Druck. Ich starte wieder. Druckauftrag ist abgeschickt. Und ah, das ging jetzt aber super schnell. Da kann man sich also echt nicht beschweren. Im Internet habe ich gelesen, dass der lang braucht. Kann ich jetzt so nicht sagen. Zieht er das Blatt nochmal ein. Und dann wird die Rückseite bedruckt. Einwandfrei. Und hier ist das Ergebnis. Sehr scharfe Kanten beim Druck. Farben sind auch toll. Also kann man nicht meckern. Also ich bin sehr zufrieden mit dem Drucker. Der wird auf jeden Fall für unseren Bedarf wichtig sein. Meine Frau, die ist Erzieherin, die braucht oftmals Farbdrucke für ihren Kindergarten. Da kann sie den super mitnehmen oder kann sie super schon daheim ihre Sachen ausdrucken. Wunderbar. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was zeigen. Daumen nach oben würde mich natürlich freuen. Ein Abo natürlich auch. Und bis zum nächsten Video dann. Ciao.